der 20. Ball der Wirtschaft in Bielefeld. Etwa 700 Gäste freuen sich in dieser wunderbar geschmückten Stadthalle auf einen fulminanten Abend. Auf Spaß, auf Unterhaltung, auf gutes Essen und aufs Tanzen. Ja, tanzen, denn das ist das Motto des Balls in diesem Jahr. Dance, dance, dance. Die Frage ist jedoch, welche Figur geben die Ostwestfalen auf dem Tanzparkett ab? Eine wilde Figur, jeweils dann, wenn also Rockmusik gespielt wird, was also eigentlich meine Musikrichtung ist, nehmen wir ein bisschen Klassik, so der tanzt man aber weniger. Und beim Standardtanz bin ich der Spezialist für den langsamen Walzer. Das ist eine Frage, die ich tatsächlich gar nicht beantworten kann, aber ich tanze sehr gerne, am liebsten Slowfox. Ich glaube, ich gebe eine ganz gute Figur ab. Wir haben viele Jahre einen Tanzkurs gemacht und gut, man vergisst immer wieder viel, aber ich glaube, das kann sich noch sehen lassen. Wenn ich damit mein Geld verdienen müsste, dann sähe es wahrscheinlich nicht so gut aus, damit die Familie ernähren zu können. Aber hier geht es ja auch mehr um den Spaß, dass man ein bisschen Freude hat und mit Leuten, die man kennt, irgendwie einen schönen gemeinsamen Abend verbringt. Also ich tanze wirklich gerne. Wenn ich meinen Mann genügend motivieren kann heute Abend, dann wird das ein richtig toller Abend. Welche Figur ich auf dem Tanzparkett mache? Ich hoffe eine ganz gute. Vielleicht ein bisschen so gefühlsbetont, leidenschaftlich. Man nennt das auch Friesenrock. Im Wesentlichen brauche ich meine Frau zum Tanzen und dann machen wir das sehr, wie es gerade die Stimmung des Abends sich ergibt. Also ich hoffe natürlich eine gute heute Abend. Also mein Mann und ich werden sehr bemüht sein, wobei wir den Freestyle bevorzugen. Aber wir haben uns auch die letzten Tage noch etwas bemüht, ein paar Standardschritte, an die ich mich noch gut erinnere, einzustudieren. Ich gehe mit meiner Frau seit ungefähr anderthalb Jahren regelmäßig zur Tanzschule. Und der Kurs geht immer weiter und weiter. Irgendwann ist man Mitglied und zahlt Monatsbeiträge und dann kommt man da auch nicht mehr raus.